Seid willkommen, liebe Leute, zurück zu Phasmophobia. Ja. Was ist denn das jetzt für ein Job? Hoffentlich haben wir in dieser Folge mal Glück. Sekunde. Das ist wieder so ein einstöckiges kleines Haus mit drei Schlafzimmern und einem Keller. Kann das gleiche Haus sein, aber auch ein anderes. Aber hier steht diesmal nichts, dass es ein gefährlicher Geist ist. Okay. Den nehmen wir mal, wa? Ja, dann ready. Jo. Klar. Und los geht's. Er scheint aber doch das gleiche Haus zu sein. Ey, mein Ding aber schnell gerade mit dem Laden bei mir. Ja. Hier ist aber diesmal kein Stromkasten, oder? Sieht nicht so aus, wa? So, ich krieg nichts mehr mit. Ich hab die UV-Lampe, Kamera und Thermometer. Jo, Stativ steht hier. Erstmal den Job angucken. Ja, hier unten liegen zwei Feuerzeuge und die Räucherkerzen noch, ne? Räucher... Du musst noch das Buch mitnehmen. Ja, Moment. Räucherstäbchen habe ich schon. Ja, dann brauchst du noch das Feuerzeug. So, ich will mir erstmal den Job angucken. So, entdecken Sie um welche Art, bla bla, das ist ja das gleiche. Thermometer, Salz, ja toll, hätten wir kaufen müssen. Ja, Salz und Kruzifix hätten wir vielleicht kaufen sollen. Wie ich nicht sehe. Christopher Martin heißt er. Und scheint wohl nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Ja, so wie eben auch schon. Ja. Aber er hat ja trotzdem reingeschrieben. Ja, ja. So, Manu, was hast du jetzt alles dabei? Momentan nur die Taschenlampe. Ja, willst du noch die Kamera und das Stativ mitnehmen? Jo. Oder das Teil hier oben, damit wir den Geist hören, oder? Ja, oder das, genau. Und noch irgendwas? Stativ, ja? Oder? Nee, braucht man ja nicht. Nee, hier das EMF. EMF wäre gut. Jo, hab ich. Okay, das musst du ja genau. Jo. So, da wollen wir mal gucken, ob wir diesmal weiterkommen. Wollen wir erstmal in die Garage gucken, ob da vielleicht doch der Stromkasten ist? Für den Fall der Fälle. Nee, ist tatsächlich nicht. Also doof gelaufen. Kellerschlüssel habe ich. Man braucht gar nicht das Feuerzeug, um die Räucherstäbchen anzumachen. Nicht? Nein. Okay. Ja, wo soll ich denn das Buch mal platzieren? Hier? Erstmal hier, oder? Ja. Und dann... Dann muss Manu dieses Teil da in die Hand nehmen, dass wir den Geist hören, wa? Kannst du auch da hinlegen eigentlich, anmachen und hinlegen, oder? Ja, mit G werfen. Genau. Bro, versuch mal die Kerze hier mit deinem Feuerzeug anzumachen, vielleicht geht das ja.
Tatsache. Aber nur noch Keller, war und vorne Eingang. Ja. Okay, soll ich Keller aufmachen? Ja, mach mal. Stromkasten ist hier unten. Ah ja. IMF Ausschlag. Schlägt aus hier hinten. Genau hier hinten. Jetzt ist weg. Lass mal zurück zum Buch, vielleicht hat er reingeschrieben. Ja. Der läuft hier irgendwo. Ich habe gerade Steps gehört, oder? Ich nicht. Wie heißt der? Christopher Martin? Ja, Christopher Martin. Ja. Christopher Martin, würdest du für uns in das Buch schreiben? Schreib in das Buch. Bist du böse? Sprich mit uns. Ja, weil wir EMF-Ausschlag im Keller hatten, würde ich sagen, gehen wir mit dem Buch mal in den Keller, oder? Jo. Das Teil muss Manu wieder mitnehmen. Lichtflack hat geflackert, Ja. Manu, du musst das Teil wieder hinlegen. Ich krieg die Räucherstäbchen gerade nicht wieder an. Ey, mach die Taschenlampe wieder. Ach, scheiße. Hat er ausgemacht? Hat er Licht ausgemacht? Ja. Schmeiß mal bitte das EMF hier auch noch hin. Christopher Martin. Christopher Martin, schreibst du in das Buch? Ich lass mich doch mal kurz hochgehen und dann wieder runterkommen. Vielleicht ja, oder so, wie genau. Wir können ja noch mal hier hinten in die anderen Räume, hier waren wir ja noch nicht drin, wa? Mhm. Wir alle gleich rausgehen. Ey, da hinten war Licht. Hast du das gesehen? Nee. Ich glaube vom Donner gerade. Okay, das kann sein, ja. Okay, rein.
Christopher Martin. Ja, aber ich krieg die Räucherstäbchen irgendwie nicht mehr an. Wir müssen nach unten, ne? Ist nichts drin. Christopher Martin, schreibst du in das Buch für uns? Ups. Lol. Ja, irgendwie. Er hat ins Buch geschrieben. Okay, leave or die, verlassen oder sterben. Wir gehen erst, wenn du uns geantwortet hast. Sprich mit uns. Okay, warte noch, bis Manu das Ding wieder hingeschmissen hat. Manu, du musst das Ding liegen lassen. Was haben wir denn nicht? So, Christopher Martin, sprich mit uns. Sollen wir dir Manu opfern? Hallo? Wir lassen ihn gerne hier. Ja, danke. Ja, Manu sackt das Ding ein. Und dann lass uns noch mal ganz kurz rausgehen zum LKW. So. Wir haben ja jetzt schon zwei Sachen. IMF hat einmal voll ausgeschlagen. Und ins Buch wurde auch reingeschrieben. So. IMF und ins Buch wurde geschrieben. So, und jetzt würde ich gerne noch die Kamera ausprobieren wollen. Ich habe ja schon Thermometer genommen, ich kann das hier lassen. Jo. Die Taschenlampe, die Infrarot kann ich auch hier lassen. Gut, ich habe die Kamera, du das Stativ. Okay. Aber ich würde sagen, die Infrarot-Taschenlampe nehmen wir trotzdem noch mit. Falls wir... Ich weiß nicht, hast du jetzt nach Fingerabdrücken geguckt gehabt? Ja, ja, ich habe zwischendurch nach Fingerabdrücken geguckt. Okay, war aber nichts. Gut. Kann sein, dass jetzt welche sind, weiß man nicht, ne? Ja. Ach, guck mal. Da hat er dir ja irgendwas angezeigt mit 10 Grad, ne? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Achso, das kam bei mir irgendwie nicht an. Gut. Ja, was haben wir sonst noch? Oder zweite Taschenlampe? Mehr haben wir nicht. Ja. Ja, dann nehme ich die zweite Taschenlampe. Aber wo positionieren wir die Kamera? Hin? Ja, genau. Ja. Gute Frage. Also unten im Keller hatten wir ja die. Hier hin? Weiß ich nicht. Ich würde fast sagen Keller, oder? Ob
Okay. Da hatten wir am meisten. Jetzt kriege ich das aber nicht gedreht. Die steht doch gut so. Ja? Ja, die guckt genau hier auf die Ecke so. Also wenn der hier lang bleibt, sieht man ihn. Ja gut, dann waren da gerade... an? Ja. Da war doch gerade links Schritte, oder? Ja, habe ich auch gehört. Ey Manu, schmeiß das Ding hier bitte nochmal hin. Ey, die Leute mit der Taschenlampe sollten vielleicht auch mal mitkommen in die dunklen Ecken, ne? Das sieht man nicht so viel. Mann, schon wieder raufgekommen. Christopher Martin, kann ich ein Foto machen von dir? Christopher Martin, zeig dich. Zeig dich. Zwei dumme ein Gedanke. Ja. Ich glaube, vielleicht sind wir zwei Tote. Manu. Christopher Martin, zeig dich. Jo. Schmeißt du das Quatsche-Ding hier nochmal hin? Christopher Martin, bist du da? Hello. Hey Chrissy Boy, was los? Quatsch mal. Oh. Lol. Guck mal die Garage latschen. Guck mal hier. Die Dosen standen vorher noch im Regal. Nee, als wir eben schon rausgegangen sind, lagen sie auch schon auf dem Boden. Aber vorhin, als wir das erste Mal runterkamen, standen die hier. Okay. Ja, wir können natürlich nach oben gehen. Ich hab das EMF. Magst du die Quatschbox mitnehmen? Jo. Hallo. Hallo. Ich dachte, ihr kommt mit. Ich war alleine. Ja, wir wollten die Sachen eben einsammeln. Wir müssen erst mal einsammeln. Hast du Angst gehabt? Natürlich. Schon merkwürdig, Alter. Das wird jetzt ja das zweite Mal kein Sehen, ey. Manu, nimm mal ab und zu das Teil da in die Hand. Das merken wir auch gar nicht, ob das ausschlägt. Ach, das hab ich in der Hand. Er hat die Quatschbox. Ach so, ja. Das hat er. Alles gut, okay. Die Kerzen hier sind wieder aus. Oh, oh. Von Richtung Garage kam gerade ein Brummen. Ein Knurren. Christopher Martin! Chrissy Boy! Kein EMF. Warte, sag mal, hier ist auch noch eine Tür. Ich brauche hier noch eine Taschenlampe. Du musst gerade Sascha hinterher leuchten. Oh, Strom wieder. Ja.
Also ich denke mal Richtung, Richtung Garage, Keller, so die Gegend. Aber wir können ja mal in die Kamera schauen. Ist aus. Nee, hab ich. Geht aus, ne? Nee, ich hab versehentlich eben Nachtsicht ausgemacht. Achso. Aber wieder nichts zu sehen. Aber gar nichts, ne? Nee. Müssen wir nochmal rein. Jo. Ich habe, wie gesagt, eben nur ein Knurren gehört in der Richtung Küche, Garage, so. Hörte sich an wie Gollum. Lol. Scheiße. Wollen wir die Kamera oben aufstellen? Ja, können wir mal. So steht die gut. Das Licht hier ist gerade ausgegangen, ja. Oh, jo. Christopher Martin. Kein IMF. Ja, mach mal die Quatschbox ruhig aus. Wir brauchen Taschenlicht, Lampenlicht eben. Chrissy Boy, bist du hier? Christopher Martin, bist du hier? Bro, warst du gerade an der Tür zugange? Ja, ich habe sie weiter aufgemacht. Ach so. Sah aus, als wollte er sie gerade zumachen, aber weil du dran rangekommen bist, ging's nicht. Christopher. Ey, wollt ihr mal hier in die anderen Räume reingucken und ich guck dann kurz mal auf den Monitor, ob man den sieht? Ja, können wir machen. Nichts, wa? Aber gar nichts. Christopher. Man kann sie nicht umstellen. Wie?
Man kommt wieder, die zeigt wieder kein Bild an. Ist ja auch auf Ärzte vielleicht, ja. Ja, ich, nee, die hat grün geleuchtet gerade. Ich hab's ausgemacht und wieder an. Ach so. Das ist komisch. Lol, wie du zwar einen Lichtkegel ausstrahlst, aber die Taschenlampe selber dunkel ist. Ja, das stimmt. Ist bei dir genauso. Ja, ich habe das IMF gerade in der Hand. Dann gibt's auch noch hier mit Level, was war das? Level 6 oder 8? Ne, mit Level 3 glaube ich, die starke Taschenlampe. Ja. Ich glaube, die macht mehr Licht, wa? Ja, das kann gut sein. Deswegen heißt sie, glaube ich, auch starke Taschenlampe, oder? Ja. Hier ist irgendwie Licht wieder aus. Oh, jetzt ist ganz aus. Mal kurz zu Sascha gehen. Jo. Ja. Hast du was gesehen? Das Licht ist ausgegangen. Ja. Aber man hat nichts gesehen. Das ist ja kurios, ey. Vielleicht sieht man manche nicht und deswegen muss man den durch Salz laufen lassen oder so. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber die Kamera soll ja auch dazu da sein, um so ein Geisterorb aufzuzeichnen. Aber hier sehe ich auch überhaupt nichts. Ne, hier sieht man, auf der Kamera siehst du jetzt gar nichts, ey. Ich dachte ja, wo das Licht ausgeht, dass man ihn lang huschen sieht, aber überhaupt nicht. Ja. Wieso schlägt das IMF hier gerade aus? Hä? Das war gerade auf gelb. Hab ich gesehen. Ob das vielleicht in Verbindung mit der Kamera steht? Dass wenn da das Bild aufgezeichnet wird, dass da so ein bisschen das IMF denn... Nee, schade, aber auch kein Geisterorb. Er muss ja denn da irgendwo sein. Oder wir machen wieder Rätselraten und nehmen das, was eben schon war. Also ich würde jetzt auf Shade raten. Ich kann Geistertyp nicht auswählen. Bei mir geht nichts. Noch nicht entdeckt. Aha. Hast du Geister? Also ich kann. Geisterbuch und EMF hast du? Ja. Das ist ja komisch. Ey, das Ding schlägt schon wieder aus. Volle Pulle. Ja, auf gelb steht er jetzt, ne? Mal kurz schauen, ob da irgendwas zu sehen ist. Irgendein Leuchten oder so. Ey, wir müssen eh rein die Kamera holen, ne? Von der Stativ. Ne, eigentlich geht das ja nur flöten, wenn man stirbt. Soweit ich weiß. Okay.
Was war für Geistertyp? Shade, würde ich sagen. Das schlägt schon wieder aus. Ja. Ich kann nichts ausführen, ich weiß nicht warum. Also du hast EMF Ebene 5 und du hast Geisterbuch als Eintrag genommen, ne? Ja, genau. Und Gefriertemperatur. Okay, dann nimm mal die Gefriertemperatur wieder raus. Ah ja, jetzt geht's. Was würdest du nehmen? Raven? Nee, Shade. Würde ich jetzt sagen. Aber wenn du sagst Raven, dann okay. Nimm ruhig Raven. Ist er jetzt Rätselraten? Schlägt schon wieder aus. Soll ich zumachen? Ja, hau rein. So, top, die Wette gilt. Ja, mal schauen, ob wir jetzt Glück haben. Ist er jetzt schon das zweite Mal? Jetzt hat er eine neue. Er fängt an zu quatschen. Ah, scheiße. Ja, Revenant. Shit. Naja, aber Fotos und Aufgabe 2 haben wir gemacht. Immer ein bisschen was reingekommen. Ey, warum ist Manu Level 3? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er sich am meisten in die Büchse geschissen hat. Ja, liebe Leute, das war's dann wieder. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.